Servus Leute, mein Name ist Paul und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade nicht zu Hause, denn ich bin in Salzburg. Wie man vielleicht sieht, es ist noch dunkel draußen, 7 Uhr in der Früh. Es wird nämlich Ski gefahren, bzw. Snowboard gefahren. Ich bin aber nicht alleine. Oskar ist am Start, seine Freundin ist am Start, ich bin gerade aufgestanden. Es ist noch etwas früh, jetzt ist erstmal Frühstück. Wir sind übrigens mit seinem Cousin gekommen, haben hier in einem schönen Doppelbett zu dritt geschlafen. Ging sich sogar ganz gut aus. Schlaf war dafür komplett Chaos. Aber was soll's, ich fühle mich fit. Die anderen fühlen sich auch halbwegs fit. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Wir haben nämlich ordentlich Essen mitgebracht. Das heißt, Masse wird geballert. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und mit allen weiteren natürlich auch. Und zwar gibt es zum Frühstück 125 Gramm Haferflocken einfach in der Mikrowelle aufgekocht. Ein bisschen Wasser, Mandelmilch dazu. 20 Gramm Whey natürlich extra mitgenommen. Und die tägliche Portion Strong darf auch nicht fehlen. 10 Gramm wie immer. Ist natürlich alles mit dabei. Und was ich ganz vergessen habe, ein paar Eier. Mal schauen, ob ich danach satt bin, weil vielleicht gibt es da noch irgendwie eine kleine Portion. Weil allzu viel ist das nicht. Sind vielleicht so 500-600 Kalorien. Ein bisschen mehr vielleicht. Aber geht auf jeden Fall gut rein. Oskar gönnt sich auch Strong. Zwar nicht mit der richtigen Flasche, aber was soll's. Und eigentlich ziemlich dasselbe Frühstück. Geht auf jeden Fall gut rein. Essen war mega nice. Man ist doch ein bisschen mehr über 1000 Kalorien. Hab danach noch eine kleine Portion Dinkel Müsli gegessen, weil es nichts anderes im Haus gibt. Bisschen Mandelmilch, bisschen Nutella, weil ich Bock drauf hatte. Bin jetzt zwar nicht unbedingt mega voll, aber was soll's. Heute will ich auf jeden Fall ordentlich Kalorien verbrennen. Wir gehen Skifahren, vielleicht noch trainieren. Vielleicht noch irgendwelche anderen Aktivitäten, wer weiß. Aber auf der Hütte wird natürlich wieder ordentlich gefeastet. Ich wechsle jetzt mal zur GoPro und würde sagen, wir sehen uns im Prinzip beim Mittagessen. Natürlich wird vorher nochmal die ERAs eingepackt, damit wir auch nicht verdursten und die Proteinsynthese gewährleistet ist. Kopf angehaut, fuck. Oh je, Scheiße. Das Haus ist leider nicht für XL-Leute gemacht. Fuck. Jetzt, Freunde, die 48er sind wieder am Start. Snowboard ist auch ausgeborgt. Jetzt kann's losgehen. Hier haben wir übrigens als OOTD. Noch immer dieselbe Jacke, dieselbe Hose, selber Helm, selbe Brille. Jetzt kann es losgehen und es geht ab auf die Piste, wieder am Helm montiert und geht hoffentlich ein paar geile Aufnahmen. Ja, so ist Robert's Füßen echt lang. Ja, vor allem es geht ums Haus, also super cool. Kampf, Koloss. Meinst du jetzt die oder die ganze Weg? Die ganze Weg soll ich nicht spielen. Warum nicht? Ich hab die mal. Ja, warum nicht? Forever alone. Immerhin schön Platz. Thank you.
Scheiße. Läuft sie? Ja. Glücklicher aus als recht. Ja. Zirbel, da ist gerade Apres-Ski. Sonnenterrasse. Lungauer Schmankerl. Ja, Lungauer Schmankerl. Also wieder rechts oder links? Na. Oder rechts und dann links? Da oder links, oder? Da machen wir rechts und dann links fahren. Den scheiß Zielweg wieder? Oder? Den scheiß Zielweg? Nein, ich würde vor dem Zielweg links runterfahren. Da ist ja der Zielweg. Ich glaube, da unten ist eh aus. Erstmal heiße Schokolade, Alter. Darauf hatte ich jetzt Bock. Jetzt wird erstmal genossen, Leute, eine schöne Gulaschsuppe als Vorspeise. Und dann gibt es eine richtig geile Ofenkartoffel. Weiter geht's mit ein paar Kartoffeln. Hier gibt's Schnitzel, hier gibt's Spätzle und Salat. Oh yes. Und danach eventuell noch Kuchen oder Germknödel. Es geht weiter mit Topfenstrudel, Leute. Topfen ist immer am Start. Plus Germknödel. Masse. Yeah. Weil mit unseren Allüren, die wir da haben, wäre das da drinnen eh nicht gegangen. Das ist ein bisschen ein Vokabular. Okay. Das sind Allüren. Was willst du mit dem Setzen? Ja, ich weiß nicht. Die Chance ist jeden Fall. Und jetzt erstmal Essen besorgen. Der Einkauf wurde getätigt, bisschen Gemüse ist dabei, schön Light-Eistee, Tomaten,
natürlich nur das Beste vom Besten, Zitrone Light. Einmal rote Linsennudeln, Eier, natürlich Reis und etwas Müsli. Ich weiß, ob du viel Wasser brauchst, ob du viel Wasser. Jetzt geht's ins Gym. Tatsächlich gehen wir trainieren. Ich bin fit, muss ich sagen, auch wenn ich scheiße geschlafen habe. Ich glaube, den anderen geht's ähnlich. Oskars Wade spackt ein bisschen. Ja. Aber es wird sowieso nur Oberkörper trainiert, Leute. Aber also macht das nicht durchaus aus. Ich fühle mich gut. Also jetzt wird durchgezogen. Letztes Jahr im Skiurlaub war ich ja gar nicht trainieren. Hat auch ganz gut getan. Aber jetzt, wenn wir Zeit haben und Bock drauf haben, wird erst mal ein Gym gehittet. Das geht gar nicht. Okay. Die Lisa Kern, die sieht das anders. Sie schreibt... Im Gym angekommen. Bushido heißt das Ganze. Es gibt zwar keinen Kurzhandelbereich, aber ansonsten sieht das Ganze ganz ordentlich aus. Ein paar Techno-Gym-Geräte. Wie gesagt, Oberkörper steht an, wird gemeinsam mit Oskar trainieren. Seine Freundin macht ein bisschen Ganzkörper oder Beine, wie auch immer, Bauch, Bein, Po. Hier sieht es aber eigentlich ganz okay aus. Mal schauen, wie wir uns zurechtfinden werden. Ich glaube, wird eher ein maschinenlastiges Training und vielleicht ein bisschen Langhantel danach, Schulter drücken. Aber wie gesagt, mal schauen, was wir so finden. Das, was das Gute hier ist, ist keine Musik. Ist zwar Motivationsfaktor eher gleich null, aber dafür kann man gut filmen, ohne irgendwie gestört zu werden. Ich mache jetzt mal Full Stack. Wir starten mit einer Incline-Brustmaschine, das heißt ein bisschen Schrägbahn drücken. Fühlt sich eigentlich ganz gut an. Allzu viel Auswahl gibt es nicht. Ich schätze mal nach, wird es noch ein bisschen Butterfly geben. Vielleicht sogar Dips. Aber im Supersatz gibt es jetzt mal eben Brustmaschine mit Latzen. Mit Fliegen am Kabel gibt es ja zumindest einen Kabelturm. Und das muss ich sagen, ist auch relativ schwierig. Das Einzige, was finde ich hier nicht ganz so geil ist, dass der Griff relativ unten ist, dass es ziemlich auf den unteren Rücken geht. Aber man spürt es trotzdem mega gut und kann auf jeden Fall gut ballern. Schulter, Rücken und Brust ist durch, deshalb jetzt ein bisschen Schulter drücken an der Maschine, weil es hier nicht wirklich andere Alternativen gibt. Ebenso war natürlich mit Sideheben an der Maschine, Full Stack as always. Let's go! Das war's mit dem Training.
Jetzt geht's nach Hause. Erstmal futtern, Nudeln, Thunfisch, Käse. Wieder zurück im Haus gibt es erstmal einen kleinen Snack. Habe ich mir extra mitgenommen, ist noch mal wenig drin. Ich glaube noch so 9 Stück pro Packung. Die Fette müssen noch rein. Ja. Oh yeah! Also gibt es ein paar Reese's und ein paar Ogres und dann gibt es richtiges Essen. Rote Linsennudeln mit ein bisschen mehr Eiweiß brauchen 8 Minuten. 23 Gramm Eiweiß, 56 Gramm Kohlenhydrate, geht auf jeden Fall klar. Hier haben wir die Soße für heute. So eine schöne Thunfisch-Bowl, 3 Dosen Thunfisch. Habe ich tatsächlich aus Wien mitgenommen, aus meinem Koffer. Und hier sind die Nudeln für die anderen. Aber wie gesagt, für mich gibt es Protein-Linsennudeln. So sieht das Endprodukt aus. Eigentlich recht nice. Habe auch schon gekostet, aber natürlich das Einzige, was noch fehlt. Parmesan, leider diesmal schon vorgerieben, weil es hier keine Parmesanreiter gibt. Aber was soll's, das kommt jetzt erstmal rein. Und dann wird sich krass gegönnt. Mal schauen, ob es danach noch was gibt, weil allzu große Portionen ist nicht. Aber auf jeden Fall eine ordentliche Ladung Eiweiß. Puh, ich muss sagen, also viel Unterschied hat mir jetzt nicht geschmeckt zu normalen Nudeln. Vor allem mit der Thunfischsoße hat abnormal geil geschmeckt. Der Käse hat natürlich auch einiges ausgemacht. Ich werde erstmal duschen gehen. Dann ab ins Bett. Morgen geht es natürlich wieder auf die Piste, snowboarden. Haben wir wahrscheinlich Reste eingelegt. Mit Après-Ski eventuell. Mal schauen, seid gespannt, freue mich aufs nächste Video. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Heute war auf jeden Fall ein spannender Tag, anstrengend. Fühle mich aber eigentlich mega fit. Ich weiß nicht, was los ist in letzter Zeit. Einfach Power ohne Ende, so muss das Gott sei Dank sein. Allerdings sind halt früher weniger. Ich glaube, das ist bei den meisten irgendwie so. Also ich sage mal danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video ein Like, schreibt einen Kommentar. Abonniert mich auf YouTube und auf Instagram natürlich auch. Ich bin raus. Gute Nacht. Peace out.